wir haben Tickets bereits für Matthias Strolz. Ja. Ja. Aber, und das möchte ich jetzt auch, ja, Kritik, ich weiß ja nicht, weil ich habe es ehrlich gesagt auch verschlafen. Dass er persönlich nicht eingeladen hat. Ja, möchte ich auch kritisieren, ja. Matthias. Was ist los? Ich dachte, wir sind, I thought we're on the same page here. The universe of love. Ja. Yeah. All doors broken open. Bin total kreativ. ich habe gerade einen Deep Dive in Ragajana hier in Goa und schüttel mich zurück in die Welt. Ja, du kannst das überraschend gut nachmachen. Ich habe das zu oft gesehen. But we're gonna have a universal message there. Universal Message, da. Auch die Augen, ich meine, das ist, wir hören es jetzt nur, aber auch was er mit seinem Gesicht macht, das ist auch geil. Dieses kurze Überlegen auch immer. Wahnsinn. Wir werden die Tour in Österreich beginnen. In Treibhaus in Linz, in Innsbruck. Ja, und vielleicht endet sie auch dort. Wo ist es in Wien? Wir sind in Wien. Ja, großartig. Ich habe mir wirklich gedacht, the fuck? Wo ist, noch nie gehört von dieser Location. Es ist eine Location, deren Namen ich jetzt auch nicht parat habe, aber die Location ist im Huma 11. Das gibt's nicht. Ja. Fucking geil ist das. Ist der Huma 11? Nein, der Huma 11 ist der da ganz draußen beim Metro. Aber, ja, oder? Simmering. Da, wo der Fressnapf ist. Ja, ja. Irgendwo, nein, das ist ein Einkaufszentrum. Ja, aber das ist dort Metro, wenn du beim Metro vorbeifährst, nach hinten. Ja, irgendwo dort. Da war der Mediamarkt, früher, wo man immer zum Mediamarkt gefahren ist. Ja, ja, ja. Irgend sowas ist das. Scheiße, wie fucking länger. Ja, gut. Und wir haben immer noch nicht. Ja, das wollte ich ja, das war ja mein Kritikpunkt. Ach so, bitte. Dass wir immer noch nicht das Lied gehört haben. Ja. Weil wurde uns quasi zugetragen und dann wollten wir es aber eigentlich. Ja, die Idee war, dass wir eine Live-Reaction machen. Oder dass wir es zumindest, filmen, wenn wir es das erste Mal hören. Aber dann wäre jetzt die Möglichkeit, dass wir es reinschneiden, wie wir es uns anschauen, das Video. Ja, das können wir machen. Machen wir das. Aber was ist, wenn wir gar nicht so arg Ekstase haben? Ja, dann machen wir es einfach nicht. Dann schneiden wir es nicht an. Also wenn wir nicht begeistert sind, dann kommt jetzt nichts. Wenn wir schon begeistert sind, dann kommt jetzt unsere erste Reaktion zu dem Musikvideo von Matthias Strolz und Kurt Razzelli. Ich heiße Benjamin. So, wir haben uns jetzt wirklich hingesetzt. Und wir werden uns jetzt Matthias Strolz und Kurt Razzelis erstes Video anschauen. Wer heißt Kurt Razzelli? DJ oder was? Was? Ist Kurt Razzelli ein DJ oder? Kennst du Kurt Razzelli nicht? Doch, schon, aber mich nicht hinterfragt. Ein Liedermacher. Gut, wir starten einfach mal rein. Hier steht Warnung, das folgende Video enthält Inhalte zum Thema Gewalt. Ich weiß tatsächlich nichts. Weißt du irgendwas? Ich habe irgendwann mal so ganz kurz einen Ausschnitt gesehen. Aber so Rammstein irgendwie. Wohl. Ja, das ist das Einzige, was ich gehört habe. So, wir hören es jetzt einfach mal an. Mach volle Pulle, aber ja. Volle Pulle? Es geht um Sieg! Ich muss siegen! Ich muss siegen! What the fuck? Aber ich würde sagen, we got a universal message there. Ja. Aber was ist, wo ist die Liebe? Aber die Liebe ist echt, das ist recht weit weg von Liebe. Wo ist die Liebe, Matthias Strolz? Also, na gut. Ja. Also ich habe mehr mit Liebe gerechnet. Ja, weiß ich auch so. Und ich habe ein bisschen mehr mit mein Jodeln. Das Jodeln ist mal komplett untergegangen. Weil es ist halt eigentlich einfach recht, ich weiß nicht, was ist das? Rock. Ja, Rammstein, sehr hart. Naja. Ja, sehen Wrestle. Wir sehen uns im November. Oder im Oktober. Ich weiß nicht, ob ich schlafen kann jetzt. Ich muss siegen. Aber ich muss siegen. Das ist mir zu abgespaced, alles scheiß mich an.